Hallo, mein Name ist Katharina Fischer und ich habe wieder ein Buch geschrieben. Dieses Mal heißt es Jetzt ist bald und nichts ist los. Und es geht darin um eine Gruppe von Freunden, die sich alle die gleiche Frage stellen. Was will ich mit meinem Leben anfangen? Darauf gibt es schon einige bekannte Antworten. Zum Beispiel, wer nichts wird, wird wird. Oder wie ein altes chinesisches Sprichwort sagt, willst du einen Tag im Leben glücklich sein, dann heirate. Und willst du ein Leben lang glücklich sein, dann werde Gärtner. Die Frage ist doch, kann ein langweiliger Bürojob wirklich der Lebensinhalt sein? Oder sollte man nach höherem streben? Den Arsch hochkriegen und einfach alles verändern. Egal, welches Risiko das mit sich bringt. Welches größere Risiko gibt es überhaupt im Leben, als sein Leben mit Sachen zu verschwenden, auf die man eigentlich gar keine Lust hat? Was kann schon passieren? Notfalls kann man immer Taxi fahren oder Kinder kriegen. Überhaupt. Familie, Liebe, Gesundheit. Entschuldigung. Ist nicht eigentlich das Wichtigste im Leben? Ist das so? Ja? Nein? Und was ist eigentlich, wenn man gar keine Träume hat und gar nicht weiß, was man vom Leben will? Ein komplexes Thema. Das Buch dazu heißt, wie gesagt, Jetzt ist bald und nichts ist los. Und ich habe es geschrieben. Und keine Sorge, es ist sehr unterhaltsam. Aber Vorsicht. Es wird Alkohol getrunken.